Und sonst. Also das ist ja mal ein Forschungsschwerpunkt gewesen an der Universität in Köln und auch in Boston, wenn Sie so wollen. Also wie stark ist eigentlich belegt, dass ein Medikament oder ein chirurgisches Verfahren wirklich wirkt? Das also, hat man lange Jahre gar nicht gesehen, dass also vieles von dem, was wir machen, wissenschaftlich überhaupt nicht gesichert ist. Der Patient geht ja davon aus, ehrlich gesagt, klar. Wenn ich Ihnen sage, das ist das Medikament, was also für Sie notwendig ist, dann gehen Sie ja zunächst einmal davon aus, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die das belegt haben. Mhm. Das ist aber sehr häufig nicht der Fall. Das heißt, der deutsche Markt gibt das her, weil unsere Gesetze zu lax sind und dann nehmen die Unternehmen das mit. Und es gibt übrigens sehr viele Ärzte, die es ablehnen. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, es gibt viele Ärzte, die das, also die sehen darin eine Art Prostitution, also der Industrie gegenüber. Das ist längst nicht von jedem. Aber es ist ein unehrenhaftes System und somit sage ich, also die Probleme sind nicht gelöst, weil die Pharmaindustrie hat es ganz geschickt geschafft, sich etwas zurückzunehmen. Die sind jetzt nicht mehr zu sehen bei der, ich sag mal, Reise nach, also in die Schweiz oder was, die Familie reist in die Schweiz oder so, sondern die machen das jetzt also indirekter. Also die Fortbildung ist sehr häufig indirekt unterstützt durch die pharmazeutische Industrie. Wir wissen, dass die Medizin traurigerweise dem Honorarsystem folgt und nicht umgekehrt. Und daher